Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier bei Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Und ja, ihr seht, ich bin an einem ganz anderen Ort. Der Part fängt diesmal nicht am Strand an, aber das aus einem ganz besonderen Grund. Ich bin hier in Mission 10-2 Laternen und Messer, beziehungsweise 10-2-3 Meister Tom Berry. Und das aus einem ganz besonderen Grund. Falls ihr dieses Spiel mit mir mitspielt, geht in diese Mission rein und rüstet euch mit 4 bestimmten Materien aus. Materias aus. Sprung, Feuera, Gravitas und Wirbelattacke. Packt euch diese 4 Materie rein. Und dann geht auf die Suche. Wir werden jetzt durch diese ganze Mission latschen und einen bestimmten Gegner in einem Zufallskampf suchen. Diese Mission wird wahrscheinlich, wie soll ich sagen? Also in dieser Mission spawnen als Gegner nur diese Thornberries, ja. Aber die werden wir ignorieren. Wir suchen einen ganz bestimmten Gegner. Aua! Wir suchen einen ganz bestimmten anderen Gegner. Und den müssen wir erstmal finden. Der taucht in dieser Mission auf, aber es ist Zufallsprinzip. Also es ist random, ob er auftaucht oder nicht. Das heißt, es geht einfach so, wie ich es gerade mache, durch die gesamte Mission. Und wartet darauf, dass der Gegner irgendwann spawnt. Aber es ist wirklich wichtig, dass ihr hier in Mission 10, 2, 3 seid. Und diese 4 genannten Materias ausgerüstet habt. Ihr braucht Sprung, Feuer, Gravitas und die Wirbelattacke. Sprung kriegt ihr ja eigentlich ganz, ganz früh im Spiel. Genauso wie die Wirbelattacke. Ich glaube, die Wirbelattacke habt ihr sogar direkt als Anfangsmateria mit. Feuer habt ihr zwar nicht, aber ihr könnt euch Feuer ganz, ganz easy schmieden mit der Materia-Fusion oder auch kaufen irgendwo. Also das sollte nicht das Problem sein. Und Gravitas, ja, Gravitas wird vielleicht ein bisschen schwer. Das kriegt ihr erst ganz, ganz später. Oh, wir sind schon beim Boss, das ist nicht gut. Gut, dann laufe ich nochmal woanders lang. Gibt ja unendlich viele Wege in dieser Mission. Ja, gerade gar kein Glück. Der Gegner taucht nicht auf. Ich laufe sogar hier direkt in der Mitte und es spawnt hier niemand. Aha, da haben wir ihn ja. Der Zauberpott. So, er sagt mir jetzt, setze Sprung ein. Das machen wir. Zack. Er freut sich. Und jetzt setze Feuer ein. Machen wir. Zack. Und Gravitas. Machen wir. Bitteschön. Und zuletzt die Wirbelattacke. So, er ist zufrieden. Wir haben ihn glücklich gestellt. Er haut ab. Und damit haben wir jetzt den Zauberpott-Trick erhalten. Der Zauberpott wurde der DBW-Matrix hinzugefügt mit dem Gegenstandsraub. Und wir haben eine Trophäe erhalten, Hart am Limit. Sehr nice. Ich weiß nicht, ob das speichert. Das sollte speichern, oder? Komm. Verlassen wir die Mission, dann habt ihr das auch mal gesehen. Mission Abort, beziehungsweise Abort Mission. Zurück. So, schauen wir mal. Es ist weg. Oh, wie unnötig. Ja gut, Leute, wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Richtig unnötig, da dachte ich mir so, ja, das speichert bestimmt ab. Aber nein, ihr müsst die Mission danach auch abschließen, das heißt den Boss der Mission killen. Ich habe den Zauberpott gerade nochmal besiegt und wir sind ein Level aufgestiegen. Wir sind jetzt Level 51. Das ist ganz gut. So, wir haben ja Gravitas, ne? Gravitas sollte das ja eigentlich regeln. Nicht, dass wir jetzt hier noch unnötig verrecken, weil wir haben kaum HP, wie ihr sehen könnt. Weil ich hier unsere overpowerte Materie alles rausgepackt habe. So, und Feuer ist mächtiger. Juckt nicht wirklich, aber egal. So, jetzt haben wir den Zauberpott. Und damit haben wir alle Bilder der DBW freigeschaltet. Jetzt kommt es nur noch drauf an, die fehlenden Sachen zu sehen. So. Die DBW-Matrix ist vollständig und wir haben einen Zornesring erhalten. Das sollten wir uns auch gleich mal anschauen. So, unten rechts der Zauberpott und Zorn Bahamut in der Mitte. Ganz unten ist Phoenix. Und ich glaube, das war's. Ne? Also wen haben wir jetzt nicht gesehen? Unten rechts den Zauberpott. Unten haben wir Phoenix und Zorn Bahamut, ne? Den Mori haben wir, K-Zit haben wir, Thornberry und Kaktor, Chocobo, die haben wir alle gesehen. Okay, Zorn, Bahamut, Phoenix und Zauberpott. Das sind die 3 Beschwörungen, sage ich jetzt einfach mal.
die wir noch sehen müssen, die wir noch nicht einmal gesehen haben. Hoffentlich finden wir die noch. Also hoffentlich bekommen wir die noch. So, hier kommt mein Wall rein. Alter, diese Materie alleine gibt mir einen Boost von 32.000 HP. Das ist abnormal. So, und hier kommt wieder unsere epische Materie rein. Wo ist sie? Da, der Verzweiflungsschlag. Und unser Vikra, beziehungsweise Vitaga darf nicht fehlen. Das ist auch eine Änderung. Das haben wir im letzten Part angesprochen. Diese Übersetzungsfehler. In Kingdom Hearts heißt es auf Deutsch Vitra. Beziehungsweise Vitga. Und jetzt in Final Fantasy heißt es Vitaga. Die können sich einfach nicht einigen, wie das jetzt wirklich heißen soll. Verstehe ich nicht. Und ich pack mal Todessprung rein, damit wir das einfach mal sehen. Wir machen mit der Mission weiter, genau. Das haben wir jetzt. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal hier bei M1 weiter. Mit der Sonderwaffenentwicklung. M152 verbesserte Sonderwaffen. Wir haben eines unserer Sonderwaffensysteme modifiziert. Lass dich nicht vom unveränderten Äußeren täuschen. Die Kampfkraft ist merklich gestiegen. Die Waffe befindet sich bereits im Testgebiet. Wärst du so gut, sie einem Test zu unterziehen? 2 Heldentränke und 2 Truhen. So, ich frage mich ja, was in diesem Part das Besondere sein wird. Oder ob es überhaupt etwas Besonderes in diesem Part geben wird. Weil am allerersten Missionspart haben wir die Verzweiflungsschlagmaterie bekommen. Im zweiten Missionspart hatten wir die 1350 Infanteristen. Und im letzten Missionspart haben wir alle Yuffie-Quests beendet. Sind ja alles so spezielle Sachen. Deswegen frage ich mich, was wir in der heutigen Folge so Besonderes sehen werden. So, 50.000 SP, da sage ich auch Dankeschön. Und ich habe mein Handy wieder nicht stumm geschaltet. Ich bin ein Big Brain. Das vergesse ich in letzter Zeit voll oft. Weil ganz ehrlich, ich habe gefühlt nicht mehr so viel Zeit dafür, dass ich einfach gefühlt nur noch mich hinsetze und die Folge starte und ich treffe hier niemanden. Oh, erstmal schön geblockt. Kann ich dich bitte treffen? Mir egal, ich will einen von euch treffen. Dankeschön und du auch. Sehr gut. Und ich glaube, Leute, diese Gegner können mit ihrer Driller-Attacke Instant Death hervorrufen. Aber einfach, weil ich den Schutzbit drinne habe und die gesamte Zeit vor Instant Death geschützt bin, haben wir kaum Probleme, was das angeht. Das finde ich sehr schön. Tarantel auf dem Prüfstand. Die Tarantel, unsere neueste Errungenschaft im Kampf gegen die Genesis-Repliken, wurde endlich fertiggestellt. Sie soll nun unverzüglich einem abschließenden Funktionstest unterzogen werden, um ihre Effektivität unter Beweis zu stellen. Und wer könnte ihr besser auf den Griffzahn fühlen als du? Keine Truhen und die Energiematerie. Die hatten wir noch nie, glaube ich, Energie. Das sagt mir zumindest nichts. Ich glaube, ein Gegner hat das mal auf uns gezaubert. Aber nicht, dass ich wüsste. So, ich glaube, der hat richtig viel HP. Aber wir haben ja Costly Punch. Und mit Costly Punch sollte das kein Problem sein. Schauen wir mal, wie viel HP du hast. Ah, ich habe ihn nicht getroffen. Die Dreckstarantel. Oh ja. Ja. 300.000 HP. Aber down. So, ich muss mal ganz professionell. Ach, verdammt, mein Handy ist ganz weit weg. Ups, ja, egal. Ich hoffe, man hat den Sound nicht gehört. Gut. Obwohl, kann ja was Wichtiges sein, ne? Wenn mir jemand eine Nachricht geschickt hat. Ach, Leute. Egal. Shinra-Maschineneinheit. Shinra hat eine neue Einheit ins Leben gerufen, die noch effektiver kämpfen kann. Bevor sie in echten Gefechten eingesetzt wird, möchten wir sie jedoch in einem Testkampf gegen Soldat auf die Probe stellen. Begib dich umgehend in das designierte Kampfgebiet. Kristallhandschuhe und 2 Truhen. Und mein Handy hat wieder gebimmelt. Ich werde nach der Mission mal kurz karten und gucken. Das kann ja nicht wahr sein. Normalerweise, jetzt mal ein bisschen Let's Player-Info. Wenn ich ein Video aufnehme, dann mache ich das so, dass ich mein Handy stumm geschaltet vor mir liegen habe. Und wie gesagt, stumm geschaltet. Das heißt, kein Ton.
Aber der Bildschirm leuchtet dann ganz kurz auf, sodass ich dann weiß, so, aha, da ist irgendwas Neues gekommen. Und dann mache ich das ganz professionell mitten in der Aufnahme, während ich mit euch rede, gucke ich ganz secretly nebenbei auf mein Handy, mache es kurz an und gucke, aha, das und das und das, okay, und dann drücke ich weg. Also ich lese es sogar nebenbei, die Nachrichten, die ich kriege, und pack's dann weg, weil es kann ja wirklich etwas Wichtiges sein. Es kann jede Sekunde eine sehr, sehr enorm wichtige Nachricht sein, deswegen muss ich das einmal abchecken. Und wir haben, glaube ich, gerade richtig geiles Zeug bekommen. Luna-Band, achso, das hatten wir schon mal. Zornesring, das haben wir bekommen, als wir alle DBW-Bilder hatten. Kontert gegnerische Angriffe. Hört sich richtig geil an, aber das brauchen wir gar nicht. Ich meine, was? Shinra-Protektoren Plus haben wir auch bekommen. Vitality plus 80. Ja, dann packen wir das hier rüber. Sehr schön. Und wir haben, und wir haben, und wir haben, und wir haben, und wir haben die andere Version von Dings bekommen. Genau, Magieschlag. Das ist, oh, hat auch 90 Stärke und geht voll auf, ja, aber das kostet MP. Deswegen ist Verzweiflungsschlag besser, weil Magieschlag ist zwar genauso geil wie Verzweiflungsschlag, aber kostet 99 MP. Ja. Und das ist einfach ungesund. 99 MP ist richtig krass. Deswegen sind wir mit Costly Punch eigentlich ganz gut dabei. Da brauchen wir nicht irgendwie was ändern. Einfach zweimal hier kurz in die Fresse geboxt von diesen Drecks-Max. Und geschafft. So, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Richtig professionell, ich weiß. Und ich habe irgendwas im Auge. Und das stört mich extrem. Vor allem, weil ich eine Brille auf habe. Ja, da muss ich immer unter meine Brille in mein Auge rein, während ich zocke. Und das nervt. Ich habe auch schon 5 Minuten vor der Aufnahme dran rumgefummelt, ob ich das wegkriege, was da in meinem Auge ist, aber es hat nicht funktioniert und ich musste jetzt einfach anfangen aufzunehmen, weil ich ja immer gerne abends aufnehme, weil es da ruhiger ist und sonst wird es noch zu spät und ich schaffe nichts und deswegen habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, fang jetzt einfach an. Mann, was ist denn heute los? Ich habe jetzt dreimal gecuttet und ich bin gerade mal bei 13 Minuten, das ist ja unglaublich. Ja. Im Angesicht der Todesmaschinen, unsere erste 9-Sterne-Mission. Die Bemühungen, unsere Todesmaschinen zu verbessern, werden ununterbrochen fortgeführt. Erst kürzlich hat ein neues Modell das Licht der Welt erblickt. Seine Stärke soll nun in ausgiebigen Tests geprüft werden. Wir bitten dich um deine Teilnahme. Begib dich unverzüglich in das designierte Testgebiet. Und Shinra Protektoren Plus und eine Truhe. Ja, also diese Shinra-Protektoren Plus, das ist schon richtig nice, weil Vitality plus 80 ist halt enorm, ja. Das heißt, ein Angriff, ein physischer Angriff, der uns, keine Ahnung, 10.000 HP abzieht, ja, würde uns mit diesen Shinra-Protektoren Plus auf einmal nur noch 2.000 HP abziehen. So krass ist dieser eine Rüstungsgegenstand. Das ist schon Hammer. Also Vitality darf man auf keinen Fall unterschätzen. Ja, guck, Höllenhund, Todesfänge. Wir wären jetzt gestorben. Ein Biss von denen killt uns instant. Aber weil wir halt eben hier den Schutzbit haben, der uns vor Instant Death schützt, das ist so geil. Und dann gibt er auch noch Spirit plus 30. Das heißt, alle Magic Spells machen weniger Damage. Das ist Hammer, wirklich. Also diese Ausrüstungsgegenstände sind schon krass. Boah, die machen richtig Damage, die müssen ganz schnell weg. Vor allem der hier, der hat auch viel mehr HP, wieso auch immer. Boah, der hat 10.000 HP abgezogen. Ja, die Missionen werden brutal. Aber wir haben es noch gerissen. Mit zweimal Darkness und einmal Costly Punch haben wir es noch geschafft. Aber wir dürfen diese Mission auf gar keinen Fall unterstützen, sonst sind wir ganz schnell tot. So, die endgültige Gestalt der Spinne. Die Spinnenbots wurden überarbeitet und rollen nun unter dem Namen Wächteraugen vom Fließband. Um die Tauglichkeit des neuen Waffensystems zu prüfen, sind 4 Wächteraugen in einem Kampfgebiet positioniert worden. Stelle dich ihnen. 5-mal Adamantit. Und keine Truhen. Diese Mission kennen wir, das ist die gleiche vom letzten Mal. Und die war schon krass. Also ohne Costly Punch hätte diese Mission schon 20 Minuten gedauert. Und jetzt nochmal die verstärkte Version davon. Ich bin jetzt interessant, ich packe mir jetzt hier kurz weg mit Todessprung und wir packen uns Analyse rein. Ich will mal wissen, wie viel Leben der hat. Wie viel Leben hast du? Zeig her. 315.000.
Alter Schwede. Das ist krass. Das ist richtig krank. Na, mein Punch kommt gleich. Und bam. Was? Oh, da hat er mich aber ganz kurz noch... Da hat er mich fast gekillt. Gruselig. Ich heile mich mal ganz schnell. Ach, wir haben noch hier Vitaga. Komm, gönn dir. Ich habe keine MP mehr. Ja. Blöd. Ja, komm, dann schmeiß dir kurz einen Ether rein. Noch ein paar Heiltränke. Wir haben ja unendlich davon gefühlt, also gönn dir. So, wo gehen wir lang? Da ist die nächste Spinne. Und ich glaube, wenn wir diese Mission geschafft haben, haben wir den kompletten M1-Block fertig. Das wäre auch ganz gut, wenn wir das hinkriegen. Komm, geh nach Hause, du Drecksmaschine. Das Blöde ist, Costly Punch hat im Gegensatz zu Darkness halt eine richtig geringe Range. Und wenn ich vor diesem Roboter stehe und der ballert mir voll eine ins Gesicht, dann drückt er mich weg und mein Costly Punch trifft deswegen nicht. Deswegen ist das blöd. Darkness hat hingegen eine große Range, aber macht nicht ansatzweise so viel Damage wie Costly Punch. Und warum kriegen wir keinen Phoenix? Das ist unglaublich. Ist euch aufgefallen, dass wann immer Phoenix auftaucht im DBW, dass Odin derjenige ist, der sagt nö? Ist euch das mal aufgefallen? Wir hätten jetzt schon 4-5 Mal Phoenix bekommen, aber Odin war dann immer in der Mitte und hat gesagt, nee, ich will nicht. Aber dann selber eine Beschwörung sein, die kaum im Let's Play aufgetaucht ist. Anti-FP-Feld, das gefällt mir nicht. Alter, dieser Effekt gerade eben, habt ihr das gesehen? Das hat ja voll mein Auge gestört. Komm, geh nach Hause. Boah, dafür gibt es auch sehr viele Shinra-Protektoren. Ich könnte meine Vitality, wenn ich alles andere wegmache, könnte ich meine Vitality auf fast 500 bringen. Oder sogar 400 auf jeden Fall. Ja, der M1-Block ist geschafft. Der Shinra-Konzern, die Shinra-Konzern-Mission, alles durch. Gut, in M2 kommen wir erstmal nicht weiter, deswegen machen wir mit M3 weiter. Genesis-Truppen. Die Großoffensive. Der Feind in den Slums. Mehrere Genesis-Repliken, die zuvor das Shinra-Gebäude attackierten, sind in die Slums geflohen und sinnen auf Rache. Begib dich dorthin und verhindere, dass sie ihren Vergeltungsplan in die Tat umsetzen. Blitzreif und eine Truhe. Und die Truhe sehe ich direkt. Das heißt, wir können da straight hinlaufen. Und da vorne ist dieser komische Keck, der mich in der Story voll genervt hat. Aber jetzt sind wir so stark. Der sollte mich nicht nerven. Auch nicht sein Bruder, der auf einmal plötzlich vor mir spawnt. Der kann direkt aufs Maul kriegen. Ja, alles kein Problem. Diese Genesis-Repliken, das ist ja gar nichts, ey. Die können ja nichts. So stark wie wir sind. Der G-Zerschmetterer, was ein Name. Tot. Ich find's so geil, wie die umfallen, ne? Einfach so, wupp. Tot. Kurz Darkness abbekommen und weg. So. Gekapertes Frachtschiff. Einige Genesis-Repliken, die wir zu Forschungszwecken nach Midgar verschiffen wollten, konnten sich während der Fahrt befreien und haben die Kontrolle über das Schiff übernommen. Entere das Schiff, vernichte die Genesis-Repliken und erlange die Kontrolle über den Frachter zurück. 6 Truhen und MP-Boost +++. Ich glaube, das ist eine richtig... Ja, guckt euch das an. Die erste Missionsart, die komplett anders ist. Wir sind auf einmal auf einem Schiff. Überall ist Nebel. Wir haben gar keine Ahnung, wo wir hingehen. Ja, ein gekapertes Frachtschiff. Richtig geil. Ich hoffe, diese Art Mission gibt es noch öfter, weil das ist jetzt das allererste Mal und ich glaube auch das letzte Mal. Aber man weiß es ja nicht. Deswegen hoffen wir mal, dass diese Missionsart öfter auftaucht. Sehr cool, auf einem Schiff rumzulaufen in einer Mission. Gefällt mir. So, 6 Truhen, die Hälfte hätten wir schon. Und ich glaube, jetzt müssen wir in das Schiff rein. So, ihr könnt alle weg. Sehr gut. So, dann gehen wir mal rein. Krass, wie cool das hier aussieht. Perlenkette, okay. Hier links ist eine Tür.
Oh, sehr interessant. Ich weiß nicht, ob wir schon in die Tür sollten. Ich gehe mal rein. Der Boss scheint ja nicht auf dieser Seite zu sein. Hier steht überall Danger. Ach, ihr könnt doch nix hier. Komm. Ey, 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 ey. Wenn ihr tretet, ja, dann boxe ich euch. Wenn ihr treten dürft, darf ich zuschlagen. So wollen es die Regeln. Ah, da ist der Boss. 20.000 SP. Krass. Wenn da der Boss ist, dann müssen wir nochmal zurück durch die Tür hier. Und dann die Treppen hier runter. Boah, sieht das cool aus hier. Hier ist sogar eine Bar. Läuft bei euch. Aber bei mir läuft es auch. Einfach eine Bar. Die gönnen sich hier richtig. Und die Bilder. Sehr interessant. Das in so einer Mission sehen ist, finde ich schon echt episch. So, haben wir jetzt alle Truhen? Ja, wir haben alle Truhen. Ach so, aber hier komme ich nicht zum Boss. Ach so, dann hätte ich doch vielleicht erstmal hierher kommen sollen. Aber ist ja nicht schlimm. Out of my way, Mann. Sogar die schwache Version von Verzweiflungsschlag bringt ihn einfach um. Unglaublich. Ja. Ah, warte mal, ich probiere mal. Ach, kann ich nicht? Wieso nicht? Habe ich die Materie. Ach, ich habe die Materie rausgenommen. Stimmt, dafür habe ich Analyse reingepackt gehabt, ne? Nee, ich packe mir wieder den Todesspruch rein. Den wollte ich mal sehen. Weil der scheint ja ein Instant zu killen. Und Energie muss ich euch auch noch zeigen, haben wir auch bekommen. Ja, dann pack erstmal Energie rein. Dann casten wir jetzt mal Energie gegen diesen Penner hier. So sieht Energie aus. Ist so ein Feuerball, der mehrfach Energie, so, ja, Energie, der mehrfach Damage macht. Also so gesehen Feuerspell, der aber mehrfach Energie, ach, Leute, der mehrfach Damage macht. Das war's. Mehr ist da nicht. Meine Güte. Oh, Missionsnummer 1031. Da unten haben wir jetzt was Neues bekommen. Okay. Machen wir aber erstmal hier weiter. Sturm der feindlichen Bastion. Es ist unseren Aufklärern gelungen, den Ort auszumachen, an den die Genesis-Repliken mit dem Frachtschiff geflohen sind. Zweifelsohne befindet sich dort ihre Machtzentrale. Begib dich unverzüglich dorthin und greife die Basis an. Feuerklinge und drei Truhen. Jetzt sind wir wieder hier. Altbekannter Ort. Gegen den Ort habe ich nichts. Aber ich muss halt schon sagen, das Frachtschiff, das war schon cool. Solche Frachtschiff-Missionen hätte ich öfter. Mal schauen hier. Hier ist nichts, wie es aussieht. Doch, natürlich. So. Hier irgendwo eine Ecke. Gar nichts. Hier, oh, da ist der Boss. Dann ist hier wahrscheinlich noch eine Truhe in der entgegengesetzten Richtung. Obwohl, da geht es nicht weiter. Hier links. War ich schon hier? Ich glaube, hier drin hat die Mission angefangen. Kann das sein? Ja, ich bin jetzt, glaube ich, einmal im Kreis gelaufen. Jupp. Gut, dann gehen wir zum Boss. Dann muss auf dem Weg zum Boss noch irgendwie, müssen da noch irgendwie zwei Truhen sein. Weil so groß ist der Bereich hier nicht. In dieser Mission. Hier hinter der Tür auch nichts. Dann wahrscheinlich hier links, genau, und dann rechts auch noch einer. Gehe ich mal von aus, weil ich habe die andere Truhe sonst nicht gesehen. Oh, da ist aber nichts. Naja, der Bereich ist ja groß. Ah, da. Da ist die Truhe. Man kann ja hier überall langlaufen. So, dann stellen wir uns doch diesem Panzer und geben ihm einen costly Punch und dann ist gut. Beziehungsweise machen wir erstmal Darkness wegen den kleinen Drecksviechern. Ja, der Panzer hat ja nicht mal das ausgehalten. Sehr gut. Alright. Jetzt kann ich mir kurz Energie wieder rausnehmen. Ihr habt es gesehen. Ich will jetzt den Todessprung sehen.
So, Vereitelung feindlicher Pläne. Unsere Aufklärer berichten, dass Genesis-Truppen in einem unterirdischen Höhlensystem einen Angriff auf Shinra-Einrichtungen vorbereiten. Schalte den Wachskorpion-Prototyp aus, um ihre Pläne zu vereiteln. Blitzra-Klinge und eine Truhe. Ja, wie gesagt, ich kill hier alles und jeden. Ihr müsst mir nur sagen, wen. Der Boss ist schon direkt hier vorne, man kann sich kaum bewegen. Aber trotzdem soll hier eine Truhe sein. Die dürfen... Ah, genau. Die dürfen wir nicht verpassen. Schön in die Ecke gekickt. In der Ecke versteckt. So, und du kriegst mal hier so einen Punch und dann ist gut. Ist das nicht geil? Also jetzt mal ernsthaft. Ist das nicht geil? Einfach kurz das Schwert... Ja, nicht mal mit dem Schwert. Ja? Zack ist ja mit dem Schwert schon extrem stark. Aber nein, er boxt ihm einfach eine. 45% der Mission abgeschlossen. Wertvolle Uhr erhalten. Wertvolle Uhr. Wo haben wir die wertvolle Uhr? Da. Glück plus 10. Verdoppelt den Gil-Betrag, den Gegner zurücklassen. Schön zu haben auf jeden Fall. Mal sehen, ob wir es in Zukunft brauchen werden. Verfolgung des Feindes. An einem felsigen Küstenabschnitt sind Genesis-Repliken gesichtet worden. Die Region ist zwar unbewohnt, dennoch dürfen wir nicht zulassen, dass Genesis-Truppen eine weitere Basis errichten. Schalte sie aus. Zwei Thronen und Dämonenbann. Ah, die etwas seltenere... der etwas seltenere Outside-Bereich einer Mission. Wenn ihr versteht, was ich damit sagen will. Hier ist eine Truhe. Und da ist schon der Keck. Okay. Achso, ich habe hier ganz billig eine Truhe übersehen. Ja, passiert. Ja, deine Barriere wird dir nicht viel bringen. Und wir sind Level 52. Ihr könnt ja mal raten, welches Level werden wir erreichen, wenn wir beim Secret Boss sind. Der befindet sich nämlich in M9, also im Missionsblock 9. Da befindet der sich. Und bis dahin haben wir noch einige Missionen vor uns. Ach so, Todessprung habe ich jetzt gelevelt. Habe ich ja gar nicht ausprobiert. Verdammt. Vergesse ich schon direkt. Weil man braucht nur Darkness, eine Heilmateria und Costly Punch. Und dann ist man eigentlich good to go. So. Hier kommen wir jetzt auch nicht weiter. Im M3-Block. Gut. Dann machen wir mit M4 weiter, oder was? Scheint ja auch fast fertig zu sein. Dann haben wir hier noch eine 9er-Mission. Die Bändigung Wutais. Die ihrer Stützpunkte beraubten Kommandeure der Lunaris-Einheit sind in eine Höhle geflohen, die an den Außengrenzen Wutais liegt. Das riecht nach der idealen Gelegenheit, die Lunaris-Einheit ein für alle Mal auszuschalten. Begib dich unverzüglich in die Höhle. Magieschlag und zwei Truhen. Oder hier kriegen wir sogar diese... Costly Punch Variante, die aber MP kostet, 99. Aber auch mit Magieschlag kann man Costly Punch schmieden. Ach ja, wir dürfen ja nicht vergessen, das ist ja... Yep, ich wollte es gerade ansprechen, das ist ja eine 9er Mission. Und der hat mir einmal Tri-Feuer abgegeben und da ich keinen Wall hatte und ein Feuer so viel Damage macht, hat das natürlich richtig... Aber habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, wie viel Damage... Also, Tri-Fire hat mich hier umgebracht gerade eben, ne? Und ich hatte 40.000 HP und Tri-Fire hat mich umgebracht. Kaum benutze ich Wall und blocke alle drei Feuergeschosse, es macht nur 4.000 Damage. Von 40.000 auf 4.000 reduziert. Gönnt euch das. So, der Boss ist da hinten rechts. Alter, wie unnötig. Was ist denn das für ein unnötig langer Weg? Und alle Truhen haben wir jetzt schon. Das heißt, ich kann jetzt einfach straight zum Boss laufen. Stoppwirbel. Und ich muss auch dran denken, den Todessprung mal einzusetzen. Wobei, bei einer Sterne-Mission von 9, glaube ich nicht, dass die Gegner durch Instant Death sterben können. Ich glaube, die sind dagegen geschützt. Aber wir haben ja noch so viele zukünftige Missionen, das werde ich auf jeden Fall einmal zeigen können. So, wir sind da. Sollten wir zumindest. Yep.
Alright, dann machen wir mal hier Wall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist ja gut. Ist gut. Ist gut, Bruder. Lass mich kurz mal hier. Ich schmeiß hier ein paar Tränke rein. Todessalve. Ja. Wenn ich jetzt kein Schutzbett hätte, wäre ich tot. Boah, die machen echt viel Damage. Gut. Ihr wollt es ja nicht anders. Dann kriegt ihr halt den hier. Da habe ich nichts gegen. Boxe ich euch halt persönlich in die Fresse. Glaubt mir, diese Mission wäre richtig brutal schwer gewesen, wenn ich kein Schutzbett drin hätte. Aber zum Glück haben wir das. Damit können wir uns auf jeden Fall einiges erleichtern. So, die Lunaris-Einheit. Das waren die Missionen, die wir bekommen haben, als wir die 6 Spione in Wutai gefunden haben, falls ihr euch an den Part erinnert. Vernichtung des Spätrupps. Der Wutai-Spion, der auf der Loveless-Allee festgenommen wurde, hat ausgeplaudert, dass sich ein Spätrupp der Lunaris-Einheit in den Slums von Sektor 5 verschanzt hat, stattet den Spähern einen Besuch ab und schalte sie aus. Gift, Wirbel und 2 Truhen. Gut, finden wir diesen Drecksack und erledigen ihn und seine ganze Freunde und seine ganzen Freunde. Bei dem Boss werde ich dann mal den Todessprung ausprobieren. Darf ich auf jeden Fall nicht vergessen. Oh, hier ist ganz sneaky die Truhe. Da vorne ist gleich die zweite. Nehmen wir mit. Und da schon der Kick. So, Todessprung, zeig mal. Zeig mal, wie das aussieht. Geil. Dauert genauso lange wie Darkness, glaube ich. Ja, dann werde ich auch mal ein bisschen Todessprung. Ne? Muss ja nicht immer Darkness sein. Und außerdem zieht mir Todessprung keine HP ab, sondern nur FP. So, Vernichtung der Vorhut. Der Wutai-Spion, der auf dem Markt in den Slums festgenommen wurde, hat nach freundlichem Zureden ausgeplaudert, dass sich eine Vorhut der Lunaris-Einheit in den Coral-Minen versteckt hält. Begib dich dorthin und schalte sie aus. Stopp-Impuls und 2 Truhen. So. Hinter mir ist wieder nix. Links oder rechts? Rechts geht's gar nicht lang. Immer erst die Karte gucken und dann schauen, wo es lang geht. Aber genau, das kann ich ja manchmal gleich mal ansprechen. In FF7 Remake hatte man ja immer so eine kleine Minimap oben. Und diese Minimap hat das Suchen natürlich deutlich erleichtert. Ja, das hat es deutlich erleichtert. Und diese Minimap, diese Art Minimap hätte ich mir für Crisis Core wirklich sehr gewünscht. Aber stattdessen muss man immer hier auf Viereck drücken, die Karte kurz abchecken und dann weitergehen. Das kann nach einer Zeit wirklich nerven. Deswegen hätte ich mir so eine Art Minimap wie in FF7 Remake auch gewünscht. Was ist denn eine Federkappe? Das müssen wir uns gleich mal anschauen. Da, 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 da. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in dem Let's Play das mal mitgesungen habe. So, was ist denn? Nee, nicht das. Das auch nicht. Federkappe. Im Rauschzustand können Parameter ihren dreifachen Wert annehmen. Wow. Das ist krass. Scharmützel im Wutai-Unterschlupf. Der Wutai-Spion, der im Foyer des Shinra-Gebäudes festgenommen wurde, hat den Startort eines Wutai-Unterschlupfs in Midgar preisgegeben. Von dort aus übermitteln die Spione Informationen an die Lunaris-Einheit. Begib dich sofort dorthin und vernichte den Unterschlupf. Kraftreif und 3 Truhen. Also was dieses dreifache Parameter bedeutet. Ihr wisst ja, wie manchmal, wenn wir ein Limit Break, also nicht manchmal eigentlich, wann immer wir ein Limit Break kriegen, sind wir ja im Rausch, ne? Aktuell sind wir nicht im Rausch. Aber wenn wir mal im Rausch sind, dann haben wir immer, ich glaube sogar immer doppelt. Immer doppelt so viel HP, als wir eigentlich tragen können. Also ihr habt bestimmt mal gelesen, dass unsere Max HP 4000 HP war, aber wir hatten mal 6000 HP. Da fragt man sich natürlich, wie kann das sein? Du kannst doch nur maximal 4000 HP tragen. Wie hast du dann auf einmal 6000? Das passiert durch die Limit Breaks, dass man in einen Rausch verfällt. Und dann doppelt so viel HP, MP und FP hat.
Und durch diese Federkappe können wir das von zweifach, also von doppelt auf dreifach erhöhen. Was natürlich mega episch ist. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es das wert ist, auszurüsten bei all den anderen Zeug, das wir haben. Also ich muss sagen, lieber habe ich 80 plus Vitality, als dass ich mir, als dass ich in einem dreifachen Rausch bin. Ich meine, wenn wir jetzt einen normalen Rausch hätten, ja, wenn wir jetzt einen normalen Rausch hätten, dann hätte ich 80.000 HP, fast 500 MP, ja, ich hätte sogar, ja, fast 500 MP und 500 FP. Und damit kommt man eigentlich gut klar. Ich bräuchte das jetzt nicht verdreifachen. Verdoppeln ist eigentlich schon ganz gut. Mobile Einheiten. Der am Brunnenplatz festgenommene Wutai-Spion hat im Verhör den Standort einer mobilen Einsatztruppe der Lunaris-Einheit preisgegeben. Diese Einsatztruppe soll einen Angriff auf Midgar planen. Dein Auftrag ist es, sie abzufangen und zu vernichten. Keine Truhen und Diamantreif. Gut, dann können wir ja gleich straight zum Boss laufen, ohne dass wir hier irgendwie irgendwas abchecken müssen. Bleiben wir hier am Rand. Ah, natürlich. Wann immer es um Wutai geht, ist auch dieser Keck dabei. Der kriegt gleich mal so einen Todessprung ab. Mal sehen, ob er stirbt. Natürlich nicht. Der ist gegen Instant Death geschützt, aber hey. Mein Instant Death ist, finde ich, ist Costly Punch. Also, ob du jetzt gegen Instant Death geschützt bist oder nicht, Costly Punch ist einfach so gesehen Instant Death. Da hast du keine Chance. Hier machen wir weiter, genau. Die feindliche Basis. Der Wutai-Spion, den wir im Ausstellungsraum dingfest machen konnten, hat ausgeplaudert, wo sich die Basis des Feindes befindet. Shinra-feindliche Elemente werden nicht geduldet. Begib dich umgehend dorthin und stürme die Basis der Anführer. Todmateria und drei Truhen. Ja, die Materia Tod gibt es auch so. Das heißt, man könnte einfach den Spell Death auf Gegner zaubern. Würde mich aber schon interessieren, wie viel MP das kostet. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr, wie viel MP das im Original kostet, weil ich es ehrlich gesagt nie benutzt habe. Weil es immer irgendwie Gegner gibt, die nicht dagegen geschützt sind. Und dann möchte ich dann ist diese Materie einfach useless. Versteht ihr, was ich meine? Wenn irgendein Gegner nicht gegen Instant Death geschützt, wenn irgendein Gegner gegen Instant Death geschützt ist, ist die Materie halt komplett useless. Und da habe ich lieber irgendwie andere wichtigere Materie wie, keine Ahnung, HP Plus, MP Plus, eine Beschwörung oder was auch immer drinne. Mir fehlt eine Truhe. Ist die vielleicht hinter dem Keck? Ich will jetzt nicht den Kampf auslösen. Oh, es war knapp. Ich wäre fast in den Boss reingelaufen. Aber die Truhe ist nicht hier. Okay, dann versuchen wir wieder ganz eng an ihm vorbeizulaufen. Das war knapp. Wo ist denn die letzte Truhe hier? Die muss ich irgendwie ganz blöd übersehen haben. Also hier sind beide Wege abgesperrt. Vielleicht hat man die Truhe schon im Video gesehen, nur ich bin irgendwie blöd dran vorbei. Also hier ist nichts. Nicht, dass ich was sehe. Nope. Ah, da hinten. Bin ich da nicht gewesen? Naja, egal ob ich da gewesen bin oder nicht. Ich hab's verpasst. Und verpasst heißt, ja, verpasst. Was haben wir drin? Für so einen scheiß Supertrank. Richtig unnötig, aber ihr wisst ja, wir spielen 100%. Und das bedeutet alles, ne? Was ich auch tatsächlich froh bin, ich dachte ja wirklich, ich habe es jetzt verkackt, dass ich euch die Engil-Mails nicht vorlesen konnte, weil ich das verkackt habe. Aber ich habe ja das Spiel einfach nochmal durchspielen müssen, weil Crisis Course New Game Plus so scheiße ist. Aber weil es so scheiße ist, konnte ich das Let's Play tatsächlich 100% spielen. Also irgendwie war es dann doch gut. Niederstreckung der Attentäter. Der im Park festgenommene Wutai-Spion hat das wahre Ziel der Lunaris-Einheit preisgegeben. Es ist die Rache an dir, Zack. Dringe in ihre Basis ein und überrasche den Feind, bevor er seinen finsteren Plan in die Tat umsetzen kann. Drei Thron und das Schildkrötenparadies wird als Einkaufsmarkt freigeschaltet.
Ich denke nicht, dass wir in diesem Schildkrötenparadies epische Materie oder epische Rüstungen kaufen werden können. Weil diese Mission hätte man ja schon viel früher machen können. So, schauen wir erstmal hier links. Hier ist eine Sackgasse. Vielleicht. Hier müsste eine Truhe sein, mindestens eine. Jupp. Überrascht mich nicht. So, die letzte Wutai-Mission, ja. Also ich denke mal, es wird noch einige Wutai-Missionen geben, also ein paar, aber das ist ja der Wutai-Block. M4 ist ja der Wutai-Block und das ist jetzt die letzte M4-Mission. Dann hätten wir alle. Also hätten wir theoretisch auch alle Wutai-Missionen, wenn es nicht noch irgendwelche geheimen Verstreute gibt. Was willst du denn? Tschüss. So, da ist der Boss. Okay, hier ist die zweite Truhe. Vielleicht ist die dritte Truhe dann hier. Yep. Bietet sich ja auch an. Armband des Berg-Chocobos. Dann stehen noch diese Keks hier im Weg. Wir bräuchten echt mal eine Rüstung, die uns dauerhaft Radix gibt. Wenn wir dauerhaft Radix haben, dann sind wir wirklich OP. Why won't you finish me? Not in the mood. As long as we draw breath, we will oppose Shinra. Now, finish it. My dream is to become a hero. What? That's why I try to carry out my duties in a way that makes the most people happy. Is your dream to restore Wutai? Then how does dying here get you any closer to that? You and I are enemies. You will live to regret this. I don't know. I think I'd have more trouble sleeping if I finished you. If you want to take me down, I'll be waiting for you. See ya. Mailadresse von Schildkrötenparadies erhalten. Da hätte ich tatsächlich genauso wie Zack reagiert. Tatsächlich. Ich hätte ihn auch am Leben gelassen und gesagt, hey, wenn du wirklich unbedingt nochmal fighten willst, ich werde dich da nicht davon abhalten. Nur du musst mich aufsuchen. So einfach kann es sein. Ja, sollen wir hier weitermachen? Einmal Hölle und zurück? Ja, komm, machen wir hier weiter. Dann ist, glaube ich, der M8-Block auch fertig. Elektromagnetische Gebäudehülle, oh mein Gott. In einem Gebäude ist es zu elektromagnetischen Interferenzen gekommen. Die Messgeräte und Maschinen, die wir für Untersuchungen vor Ort benutzen, werden dadurch gestört. Gegen die ebenfalls auftauchenden Monster ist die Armee machtlos. Finde und beseitige die Störquelle. Stoppklinge und eine Truhe. Dann sage ich mal, machen wir diesen Missionsblock fertig. Dann haben wir auch wirklich sehr viel geschafft heute. Und dann machen wir im nächsten Part wieder weiter. Hier gibt es nur eine einzige Truhe. Fragt sich jetzt natürlich, wo sie ist. Die könnte schon in diesem Raum sein. Ist sie aber nicht. Oh doch, 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 doch. Natürlich ist sie hier. So, dann können wir euch die ganzen anderen Räume gar nicht anschauen. Stürmen wir direkt zum Boss und erledigen diese Mission. So. Einmal das hier. Gratis für euch alle. Und fertig. Und weiter. Elektromagnetische Inselhölle. Auf einer einsamen Insel ist es zu elektromagnetischen Interferenzen gekommen. Die Messgeräte und Maschinen, bla 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 bla. Und es sind Monster aufgetaucht, die unsere Truppen in die Enge treiben. Finde und beseitige die Störquelle. Zustand, Schutz und drei Truhen. Manchmal recyceln sie auch die Sätze, dann habe ich sie auch keinen Bock, sie nochmal vorzulesen. Muss dazu auch persönlich sagen, diese ganzen Yuffie-Mails zu lesen war auch anstrengend. Weil der Anfang meistens immer gleich war. Das hasse ich an Videospielen tatsächlich. Wenn sie etwas recyceln, also wenn sie etwas gut machen, ja, dann können sie es sehr gerne recyceln. Dagegen habe ich ja nichts. Aber jetzt gerade so bei einer Mail vorlesen, immer wieder das Gleiche, das ist halt schon. Naja.
langweilig. Und vor allem bei Yuffie. Also, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Yuffie ist jetzt nicht wirklich mein Favorite Character, ne? Ich habe mit Yuffie ehrlich gesagt gar nichts am Hut. Ich akzeptiere sie so, wie sie ist. Und dass sie in Final Fantasy VII, in der Final Fantasy VII Timeline existiert. Dass sie in Wutter lebt, dass sie eine Materiejägerin ist. Alles schön und gut, dagegen sage ich nichts. Es ist toll, ist es okay, dass sie da ist. So, ne? Aber das war's doch schon. Also, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel Barretts Charakterstory in FF7 immer wieder höre, das interessiert mich. Und es macht mich auch emotional. So, Barretts Story. Red 13 Story, Nanaki Story zum Beispiel. Die macht mich auch emotional. Elektromagnetische Ödnishölle. Genau, Interferenzen. Gegen die ebenfalls auftauchenden Monster ist die Armee machtlos. Finde und beseitige die Störquelle. Elementangriff und zwei Truhen. Ja, und dann gibt es noch Vincent's Story. Die macht mich auch emotional. Sid's Story macht mich auch emotional. Cloud und Tifa's Story sowieso. Und ich denke mal Aerith auch. Also, ich mein, ja, ist ja klar. Bei all dem, was passiert. Ja, Cade Sith. Da gibt es eigentlich nicht wirklich etwas, um emotional zu werden. Bin ich ganz ehrlich. Also nicht emotional werden, aber ich bin... man kann mit Reeve mitfühlen, ja. Man kann mit Reeve wirklich mitfühlen. Aber jetzt bei Yuffie? Da habe ich gar nichts gefühlt beim Durchspielen von FF7. Weil, also, da gab es nichts wirklich Emotionales. Es muss ja nicht immer emotional sein. Elektromagnetische Minenhölle. Genau. Es ist immer das Gleiche. Magieboost plus plus und vier Truhen. Also wenn sich der Text so wiederholt, dann werde ich das nicht vorlesen. Ich muss sowieso genug... Ich rede hier schon genug. Mein Hals macht schon wieder irgendwelche Faxen. Weil ich hier wieder andauernd am Reden bin. Also was ich sagen will, Leute. Cloud, Tifa, Aerith Story, sehr emotional. Vincent Story ist auch sehr emotional. Sid Story gibt es auch einen emotionalen Moment. Barrett Story ist auch wirklich sehr emotional. Nanaki Story mit seinem Großvater ist auch sehr emotional. Die haben alle emotionale Momente. Cade Sith hat tatsächlich auch einen emotionalen Moment, fällt mir gerade ein. Das ist unglaublich. Selbst Cade Sith. Also du kannst den Charakter hassen, wie du willst, ja. Aber es gibt einen Moment in FF7 Original, wo die Musik das dann auch noch so super unterstreicht, dass du dich für Cade Sith, dass du dich für Cade Sith emotional fühlst. Du trauerst mit Cade Sith mit, selbst wenn du ihn hasst, weil die Musik es so super unterstreicht. Fällt mir gerade so ein. Und warte mal, wir haben was richtig Krasses bekommen gerade, glaube ich. Verdrehtes Stirnband. Bewirkt, dass Radix dauerhaft aktiv bleibt. Das ist doch das, von dem ich rede, ey. So, gebe ich jetzt die Shinra-Protektoren Plus auf, oder was? Ich weiß nicht. Was machen wir? Ja, komm. Und falls wir doch sehr viel Damage tanken sollten, dann ist das halt so. Ja, hier, guckt euch das an. Schildkrötenparadies bietet nix. Alles haben wir schon, brauchen wir alles gar nicht. Jetzt haben wir dauerhaft Radix, das heißt, wir können niemals unterbrochen werden. Selbst wenn wir richtig auf die Fresse kriegen, Zerg wird nicht geblockt. Ich kann einfach heilen, ich kann angreifen. Wir werden niemals geblockt, das ist geil. Sehr schön, dass wir das haben. Ich kann dieses Wort nicht mal mehr aussprechen, weil es mich ankotzt, weil er elektromagnetisch... Meine Fresse, ich hasse dieses Thema. Elektromagnetische Ebenenhölle ist genau derselbe Shit. Zustandsangriff und vier Truhen. So, erstmal die vier Truhen finden. Ja. Also Cade Sith sind ja so gesehen zwei Personen, ja. Und Cade Sith, selbst Cade Sith hat einen emotionalen Moment. Wo die Musik dich emotional mitfühlen lässt. Aber Reeve an sich hat keinen emotionalen Moment, aber auch ein sehr, wie soll ich sagen, man wird traurig. Man wird auch traurig um ihn, weil er ist eigentlich ein guter Mann.
will eigentlich nur helfen, ja, aber wird die gesamte Zeit immer nur von irgendwelchen Keks blockiert. Wegen Shinra wird, kann er nichts machen. So, und ist halt traurig. Er tut sein Bestes für uns, aber wird erwischt und was weiß ich was. Deswegen kann man so mit Reeve mitfühlen, ne? Also ich habe wirklich für jeden Charakter Verständnis. Nur Yuffies Story ist halt ganz anders irgendwie. Bei Yuffies Story geht es ja um ihren Vater Godo, ne? Und ja, ich sehe nicht wirklich den, also da gibt's auch nichts Emotionales. Es ist halt nur so, Yuffie und Godo, also Yuffie und ihr Dad Godo, die streiten sich halt und hassen sich, fangen an sich zu hassen, sich zu beleidigen, sie mögen sich gar nicht, kommen überhaupt nicht miteinander klar. Aber dann am Ende der Story bemerkt ihr Vater, wie gut sie eigentlich ist, wie sie wirklich von alleine versucht, Wutai aufzubauen, so. Und das sieht er ein, schenkt ihr eine Materia und ja, das war's. Also, da gibt's nicht wirklich was, wo ich mir sagen könnte, ja, ich werde emotional. Muss es auch nicht. Nein, ist nicht jede Story muss emotional sein, damit sie geil ist und episch ist. Aber jetzt im Vergleich zu allen anderen FF7-Charakteren, da ist nichts Emotionales. Und ich weiß nicht, ob es deswegen der Fall ist, dass ich es nicht mag. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, Yuffie's Story interessiert mich nicht wirklich. Ne? Muss es auch nicht. Das Spiel ist trotzdem nice. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen Yuffie. Es ist schön, dass sie da ist, dass sie existiert. Aber mein absolut favorite Character wird sie niemals sein. So, die letzte Mission für heute. Die elektromagnetische Höhlenhölle. Ist der Text der gleiche? Ja. Unnötig. Höllen, Blitzgar und drei Truhen. Ey, mein Hals kann nicht mehr. Alter. Kennt ihr das, wenn euer Hals so richtig rau ist? So, ihr merkt schon so im Halsbereich, wie da sich schon Bakterien bilden, gefühlt? Dass es so richtig rau ist und du denkst so, du hast vielleicht irgendwie Schleim im Hals und du musst nur kurz räuspern, dann ist es weg. Nein. Und dann ihr räuspert dann, dann geht's nicht weg und ihr merkt so, oh Gott, nein. Gefühlt habe ich das gerade und das ist voll ekelhaft. Genauso wie dieser Schwabbelfett-Gegner. Der heißt einfach Schwabbelfett. Läuft bei dir. Gut, ich kann nicht mehr reden. Wir haben zwar... Was haben wir eigentlich heute so gemacht? Wir waren auf einem Frachtschiff, was richtig cool war, und wir haben den Wutai-Typen gekillt und alle Wutai-Missionen erledigt. Sehr schön. Und diesen Missionsblock haben wir jetzt auch geschafft, nachdem ich diese 5 ekelhaften Gegner gekillt habe. Tschüss! Oh yeah. 2 Schwabbelfett, 3 Donnervogel. Weg. Schön in Darkness versunken. So, das wär's. Und wir haben bei M10 was bekommen gehabt. Ne? Ab in die Sonne haben wir jetzt bekommen. Endlich Urlaub. Ist das nicht schön? Vielleicht machen wir das im nächsten Part oder als allerletztes, beziehungsweise als vorletztes, weil als allerletztes kommt M9. Vielleicht machen wir dann M10 als vorletztes. In Hojos Labor haben wir noch gar nichts gemacht. Vielleicht sollten wir hier mal im nächsten Part aufräumen. Bei Genesis und dem Monster-Forschungsprojekt, können wir nicht weitermachen. Oh, das sollten wir weitermachen. Der Kontakt mit P. Oh, guck mal, hier hätte ich diese Mission gemacht, dann hätten wir schon seit längerer Zeit Radix. Oh ja, wir müssen unbedingt hier weitermachen. Kontakt mit P. Der wird uns richtig geiles Accessory-Zeug geben, da bin ich mir relativ sicher. Er hat mich noch nie enttäuscht. Aber ja, das soll es für den heutigen Part gewesen sein, Leute. Ich stelle mich mit Zack wieder hier schön an den Strand, genieße die Aussicht, die frische Brise, den Mond, die Sterne, die Nacht. Mit meinem Buster Sword auf dem Rücken und der schönen Musik. Wenn ihr das nächste Mal mich und Zack wieder begleiten wollt, die ganzen Missionen durchzumachen, dann schaltet auf jeden Fall die nächste Folge von Crisis Core Final Fantasy VII Reunion wieder ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bleibt clean, habt einen wunderschönen Tag und bye bye.